möchte versuchen, das Thema des Energiesystems der Zukunft und den Weg dorthin etwas weniger technisch anzulegen. Wir haben heute schon einiges über Technik gehört und wir haben vor allen Dingen vor uns noch einige sehr technische Sachen. Und mit Technik meine ich dabei nicht nur Technik, sondern auch Administrationsregulierungstechnik. Natürlich sind diese Diskussionen wichtig. Ich sage nicht deshalb, wir sollten vielleicht auch etwas anderes diskutieren. Aber ich glaube, und da bin ich dem Herrn Kaub in seiner Einleitung sehr dankbar, es geht darum, die richtigen Bilder zu haben, das richtige Bewusstsein zu entwickeln, die Paradigmen, denn die Technik folgt schlussendlich dem, was wir wollen, unserem Bewusstsein. Wir sind in einer sehr expertenlastigen Diskussion. Sehr viel Ideologie spielt eine Rolle, verschiedenste Studien spielen ihre Rollen und jetzt erstmal schwarz. Und dann geht es nicht nur den Medien, den Allgemeinen, den Menschen, die wir eigentlich mitnehmen, so, sondern auch zunehmend uns Experten, die wir seit Jahrzehnten in der Diskussion sind, dass wir eigentlich ein bisschen paralysiert sind, welche Studie ist denn jetzt richtig, wer hat denn jetzt recht, und wir kommen ins ganz böse Streiten und vielleicht auch in eine Irritation, dass wir uns so fühlen wie der berühmte Wüstenwanderer, der nach einem Gang durch die Wüste sich vor einer Tafel steht. Eigentlich sollte dieses Energiezukunft später kommen. Und sich dann vor einer Tafel wiederfindet, die sagt, okay, you are here. Und das hilft ihm, der verdurstend ist, genauso wenig. Und wenn wir jetzt noch ein Schild hinzugeben, okay, und jetzt geht es in die Energiezukunft, und die ist ungefähr da, ist er in Wahrheit kein bisschen schlauer. Was fehlt, ist die Orientierung eines Polarsterns, eines Bildes, was wir eigentlich wollen. Und wenn wir uns jetzt anschauen, was das jetzt klappt, genau, was verstehen wir eigentlich unter der Energiezukunft? Dann kommen doch beim Reden mit ganz normalen Leuten, also nicht den Obertechnikern, immer ähnliche Sachen. Wir wollen verfügbare Energie haben, sie soll sauber sein, sie soll ohne Probleme da sein. Aber sicher Solar und Wind und vielleicht auch Speichersysteme, sie soll leicht zu nutzen sein und wir müssen nicht Anträge schreiben, damit wir sie kriegen, sondern einfach einen Stecker hineingeben. Und diese solare Stadt oder Welt der Zukunft hat gut klimatisierte Räume, hat effiziente Industrien, hat wenig Schmutz. Und sie ist auch so irgendwie, das kommt in der Diskussion, smart, vernetzt, Austauschwirtschaft, Share Economy, vielleicht Blockheizkraftwerke im Keller und Speicher im Keller. Und das Spannende ist, dieses Bild hat sich zwar schrittweise verfestigt, ist aber eigentlich schon in den 70er Jahren geboren, als Amory Lovins mit seinem Buch Soft Energy Path gesagt hat, wir müssen weg von den großen Kohlekraftwerken und Atomkraftwerken, es gibt was viel Besseres. Und Amory Lovins hat nicht nur gezeigt mit seinen Leuten, dass das grundsätzlich ja machbar ist und immer mehr Studien heute auch vor kurzem oder auch jetzt Studien, Technik, wollte ich nicht sagen, es ist machbar, das ist belegt. Und schon Amory Lovins hat eigentlich belegt, das ist billiger. Das ist für die Gesamtgesellschaft billiger und auf lange Sicht auch für die Gemeinschaft und für den Einzelnen auf lange Sicht billiger. Und dann frage ich mich nur immer, ja verdammt, warum? Mal sehen, was jetzt kommt. Genau, jetzt kommt wieder was Schwarzes. Warum hängen wir immer noch am Tropf der fossilen Energien, der großen Kraftwerke und können uns nicht befreien? Und wir Experten in dem Bereich, ob jetzt im Bereich Ökoenergien unternehmerisch tätig oder politisch tätig, rennen rum wie die Prediger für das eigentlich ganz Offensichtliche. Und dafür gibt es natürlich klare Gründe. Den ersten Grund, den ich immer nenne, und die Gründe sind wichtig zu verstehen, das ist so ein bisschen auf dem Weg zur Energiewirtschaft die Bergtour. Wir müssen wissen, wo die Bergtour ist und was die Probleme sind, nicht um einen Krieg und den Battle of the Grids oder den Kampf um Strom heraufzubeschwören, sondern um diesen Kampf sportlich zu gestalten und auch sich selbst zu verstehen, wo man herkommt. Der erste Grund, den nenne ich immer Question of Power. The question of power, the question of power. Das Wortspiel geht im Englischen sehr gut. Die Energiefrage ist die Machtfrage. Es geht um Einfluss, um Macht und Geld. Und das zweite, oder das ist so ein Triumvirat, ich nenne das the triple hardware crunch, die dreifache
Hardware-Problematik. Die erste Hardware ist die Hardware, die wir in der Landschaft sehen, die großen Kraftwerke, die Netze, die ausgebaut werden, die mit riesigen Assets in den Büchern großer Konzerne stehen und ihre Renditen einfordern. Dagegen zu argumentieren ist schwierig und jeder, der solche Assets hat, muss sie bestmöglich in Wert setzen. Hat wenig Spaß, wenn sich was groß ändert. Die zweite Hardware ist die organisatorische Hardware. Es gibt große Konzerne mit ihren Hierarchieebenen, Abteilungen, Workflows, Prozessen, dazu orientiert Banking Structures, Finanzierungsstrukturen, wo ungeheuer viel Struktur, Schulung, Strukturierung und Abbildung auch wieder im Papier dargebracht wird. Wiederum etwas, was sehr viel Geld kostet und in Wert gesetzt werden muss. Diese beiden Teile fesseln unsere Wirtschaft und Jeremy Rifkin hat das so schön gefasst. Die fossile Energiezukunft ist im Belagerungszustand, nämlich unter der Belagerung dieser gigantischen Strukturen. Und die dritte Hardware-Ebene ist die der Individuen. Denn das sind alles, wir alle, gut ausgebildete Leute, die in den Paradigmen, in den Schulungen, in den Methoden der konventionellen Paradigmen etabliert sind, geschult sind. Wir machen immer wieder mit unseren Kollegen dieselben Witze, dass irgendwie das mit dem Ökonet gescheit funktioniert oder sowas. Es ändert sich, wie vorhin auch gezeigt wurde vom Hubert Fechner. Noch vor vielen Jahren haben wir alle irgendwie auch die Ökos im Hinterkopf geglaubt, naja, die Photovoltaik, das haben manche vielleicht ausgenommen, Christian, aber dass die Photovoltaik wirklich energiewirtschaftlich relevant wird, das dauert noch sehr, sehr lange und jetzt ist sie Energiewirtschaft bedroht. Hardware-Crunch, wir alle sind etabliert in Denkschemen, die wir gelernt haben. Lernen heißt Hardware-Verbindungen zwischen den Synapsen, prioritäre Synapsenverbindungen erzeugen. Vorteil ist evolutionär, klasse. Gewisse Sachen zu erkennen, Konzepte zu erkennen, Gedanken zu denken, fällt total leicht. Nachteil, Innovationen, neues Denken fällt einfach irrsinnig schwer. Das geht uns allen so. Aber natürlich denen, die in großen Unternehmen immer wieder dasselbe vorantreiben, noch mehr. Ich sage das nicht, um die schlecht zu machen, sondern um zu sagen, das ist ein Bewusstsein, was wir in unserer Kommunikation klären müssen und wissen müssen. Und aus diesem Kreis kommt natürlich immer wieder diese, weil technisch orientiert, die Sache, ja, wir brauchen noch technische Forschung, wir brauchen noch bessere Trafos, noch bessere Steuerung und so weiter, sonst geht dieses kommunizierende Gefäß von Energiewirtschaft nicht. Und ich sage, nein, wir brauchen neue Paradigmen, wir brauchen neue Mechanismen, unser Geld zu verdienen, wir brauchen neue Businessmodelle, neue Herangehensweise, wie wir Nutzen für Kunden schaffen und daraus unser Unternehmen finanzieren. Nicht neue Technik primär, auch, ja, aber nicht primär. Und dann fragen die Leute immer, ja, was soll denn das sein, ein Businessmodell, Innovation ohne irgendeine neue Technik? Ich habe verdammt lange gebraucht, erst vor etwas mehr als einem Jahr bin ich drauf gekommen, dass ich genau das kann und gemacht habe. Ökostrom. Ökostrom ist ein Businessmodell. Als wir mit Ökostrom herumgingen und sagten, wir wollen grünen Strom verkaufen, dann haben die Experten gesagt, das geht ja gar nicht. Physikalisch dasselbe. Strom hat keinen Mascherl. Das kannst du gar nicht machen, vergiss die Zeit. Physikalisch nicht möglich. Habe ich gesagt, no, ich bin Physiker, ich sag dir, das Geschäft geht. Und das Witzige ist, es ging auf, es funktionierte und heute, welch ein Sieg. Jeder Stromanbieter bietet grünen Strom an und ab 01.01.2015 kann man in Österreich keine einzige Kilowattstunde ohne Mascherl mehr verkaufen. Also super. Aber was ist der nächste Schritt? Das ist im Übrigen ja auch meine Aufgabe bei Greenpeace Energy dann. Grünen Strom verkaufen kann jetzt jeder. Greenpeace Energy ist eine Genossenschaft, EG. Der nächste Schritt in der Energiewende ist, diese neuen Businessmodelle zu entwickeln. Das geht nicht übermorgen, aber und nicht in den ersten 100 Tagen. Aber was sind die nächsten Zukunftsbeispiele? Ich sage, wir kommen in eine biologische Vielfalt hinein. Es kommen immer neue Modelle. Denken wir zum Beispiel an das heute schon mehrfach angesprochene System von Smart Meters. Also seit über 100 Jahren wird Strom gemessen durch so einen langweiligen Zähler, der einmal alle Jahr oder noch seltener abgelesen wird. Und jetzt kommen plötzlich die Möglichkeiten,
dass ich Minuten, sogar Sekunden genau messe. Dass ich diese Information habe, um jetzt andere Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Zum Beispiel Nacht- und Tagtarif, hochzeitvariable Tarife, die kann natürlich im Moment noch keiner anbieten. Nicht nur, weil die Smart Meter das nicht können, aber auch deshalb. Ich muss eigentlich diese neuen Nutzenaspekte schaffen. Und das Spannende ist, also ich sage das, diese neuen Businessmodelle sind wie bunte kleine neue Fische, die ihre Nischen suchen, die von irgendetwas leben. Und dieses Mantra, wir brauchen keinen neuen Zähler, diese Idee muss ich noch loswerden. Das ist ungefähr so wie die Leute, die sagen, ja wieso brauche ich denn in meinem Auto einen Tachometer? Es reicht doch der Kilometerzähler und dann kann ich nach 3 Stunden Fahrt, 170 Kilometer gefahren, dividiere ich durch 3, weiß ich eine Geschwindigkeit. Aber heute hat jedes Auto für die Usability, die es braucht, eine enorme Vielfalt am Dashboard. Tourenzähler, Temperaturmesser, Benzinstand und so weiter. Das heißt, diese Intelligenz brauchen wir im Haushalt auch, um Usability des Fahrzeugs zu haben, zu wissen, wie schnell ich in diesem Moment bin, wie viel Energie ich verbrauche. Und dazu gibt es ein wunderbares Unternehmen aus diesem Bereich, der viel... Hoppala, es geht um Usability, wollte ich sagen. Ja, das habe ich gesagt. Es geht an ein Unternehmen in Deutschland, verdient sein Geld nur mit Smart Meters, die Sekunden genau abmessen und dann schlussendlich sagen, was kostet genau meine Wäsche. Hintergelegt soll noch werden, ist noch nicht fertig, eine Datenbank, die vollautomatisch auswertet, was ist der Kühlschrank, was ist die Wäsche, die Dienstleistungen anbietet. Lieber Freund, könnte es sein, dass du zu, nicht der Mensch, nicht Privatsphären verletzen, sondern der Automatismus, die automatische Auswertung sagt dir dann, könnte es sein, du wäschst zu häufig mit 90 Grad? Das ist heute nicht mehr notwendig. Oder auch noch genauer, deine Waschmaschine, das ist die, korrekt, Name, soll keinen Namen sagen, diese Waschmaschine von irgendeinem Anbieter, der und der Typ, und der ist aber schon längst überholt. Oder da gibt es vom Ruß in Wien einen Nachbausatz, dass es wesentlich effizienter läuft. Das heißt, solche direkten Sachen. Und das Spannende ist, es gibt genug Kunden, die das wollen. Nicht alle. Schon nicht alle, wenn man sagt, so teuer, das geht nicht. Heute kosten diese Geräte 69 Euro und im Jahr dann natürlich auch einen jährlichen Preis von etwa 60 Euro. Dieses Unternehmen Discovery findet tausende Kunden. Langsam, mühsam, aber es geht. Das wäre was für den Herrn Kapschen übrigens gewesen, aber er ist schon weg. Die Usability steht da im Zentrum. Der nächste Schritt ist Dienstleistungen, die weggehen vom Verrechnen von Kilowattstunden. Gibt es das? Ja, es gibt es. Es gibt in Deutschland ein kleines Unternehmen, weiß noch nicht, ob es wirklich auf die Füße kommt. Deren Idee ist es, ich möchte nicht Strom liefern, sondern ich vernetze die Leute, die ihre eigenen Photovoltaikanlagen haben, vielleicht ihre BHKWs, vielleicht ihre Lithium-Batterien oder Bleiakkus im Keller. Und ich vernetze die so, dass ich deren Eigenverbrauch optimiere. Mit Einsparungen, mit Demand-Side-Management und so weiter. Solche Unternehmen gibt es, dieses eine, was ich im Kopf habe, das heißt Puzzlestrom. Finde ich einen sehr schönen Ausdruck. Puzzle, zusammengepuzzelt, ein bisschen anderes Puzzle als das vom Herrn Graf. Und auch so ein Fisch. Und es gibt viele solche Fische. Ich reine nur jetzt aus auf Time. Und deshalb so die Idee, die Usability steht im Hintergrund. Heute noch ist es total schwer, wenn ich sage, ich möchte einen Zähler anschließen. Der Netzbetreiber bei uns sagt, no, Mensch, Entschuldigung, da gibt es nicht jeden Zähler, du kannst genau. Oder ich möchte Niederösterreich eine Photovoltaik anschließen, no, leider, geht nicht. Ich meine, das erinnert mich an die Zeit der 1985, als man bei der Post noch einen Antrag gestellt hat, darf ich ein Telefon und welches Telefon ist denn zulässig? Da gab es nur 3. Das ist bald anders. Der Job des Netzbetreibers wird sein, Funktionalität herstellen, jeder darf im Rahmen natürlich anschließen, was er will, helfen beim Austausch, es wird eine Austauschwirtschaft sein. Und damit ich zum Ende komme jetzt, ich möchte ein Bild Ihnen in die Köpfe setzen. Die Fische waren nicht umsonst da. Es geht um Austauschen. Und das mein Bild von der Energiewirtschaft der Zukunft, zu der wir hin müssen, der Polarstern, zu dem wir uns überlegen müssen, ist jede Maßnahme, die wir setzen, hilfreich, strategisch dieses Ziel zu erreichen? Da stellen Sie sich einen Korallenriff vor. Ein Korallenriff mit einer ungeheuren Biodiversität, bunte Fische, Quallen, Seesterne, Seepferdchen, auch Schildkröten.
Tausende von Pflanzen, Hunderttausende von Tieren leben dort. Und wo leben sie? Das Korallenriff lebt im saubersten Wasser der Welt. Fast nährstofffreies Wasser. Jedes Tier, jede Spezies hat seine ganz spezielle Nische gefunden. Und jedes Wesen trägt Nutzen bei zum Gesamtsystem. Voll symbiotisch, all symbiotic. Voll kooperativ. Diese Share Economy ist die Energiewirtschaft, in die wir hingehen. Natürlich wird es große Haie auch geben. Aber das ist das Bild, was wir im Kopf haben sollen, wenn wir an die Energiewirtschaft der Zukunft denken. Bleibt Ihnen das im Hinterkopf, dann reicht es, was ich heute sagen wollte. Das andere bringe ich in der Diskussion unter, damit ich Zeitdisziplin zeige. Danke.